Oh, Scheiße! Oh Gott. Bitte lass es vorbei sein. Wo kommen denn jetzt die Hubschrauber her? Und es lebt noch. Shit. Mehr. Oh, ich kann nicht mehr. What the fuck? Herzlich willkommen
Nach 5 Minuten komme ich jetzt endlich mal zum Begrüßen. Ach du Scheiße! Sie haben das Kind. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära, voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, sie zu wählen. Dieses Kind, warum ist es so wichtig? Zu Anbeginn der Menschheit verkündete ein Prophet, eines Tages würde ein Kind geboren werden, dessen Seele absolut rein sei. Es würde ein Geheimnis enthüllen. Die Antwort auf alle Fragen. Und der, der diese Antwort höre, erlange unbegrenzte Macht. Auf wessen Seite stehen Sie, Agatha? Wer sind Sie eigentlich? Wir wollen verhindern, dass der orangene Clan das Kind bekommt. Denn damit könnte er die Menschheit noch stärker kontrollieren. Das Kind braucht ein sicheres, geheimes Zuhause, in dem es niemand mehr für böse Zwecke benutzen kann. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden ihren Körper und belebten sie wieder. Aber in Wahrheit sind sie tot, Lukas. Sie belebten mich? Wir haben gewisse Fähigkeiten, die Sie erstaunen mögen. Sie wiederzubeleben, war für uns nur ein leichtes. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen, und es gelang ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen. Sie haben ihre Aufgabe gut gemacht. Nehmen Sie sie. Passen Sie gut auf sie auf. Perfekt. Wir brauchen dich nicht mehr. Na, ach du Scheiße. Wir werden dich endlich beseitigen. Was? Oh, ich vergaß ein kleines Detail. Als wir dich wiederbelebten, fügten wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Lukas, schnell! Was geht denn hier schnell ab? Hierher! Moment. Ich bin gerade komplett. Hä? Was geht denn hier ab? Ich bin jetzt gerade vollkommen sprachlos. Eine unterirdische Geheimbasis. Okay, jetzt wären wir wieder bei dieser Militärgeschichte. Aber was war denn das jetzt gerade? Wie abgedreht wird denn das jetzt hier? Ich guck mal kurz ins Menü. 15% ist scheiße. Okay. Carla und ich sind diesem Obdachlosen in die U-Bahn-Station gefolgt. Ich wüsste zu gerne, wo das hinführen wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch wissen will. Ganz ehrlich.
Okay, Obdachlose. Wir haben ja überall diese Obdachlosen gesehen. Und wir hatten diese Erinnerungen an die Militärbasis. Aber was war denn das jetzt gerade für ein Scheiß mit Agatha und dem Kind? Und ich blick's überhaupt nicht mehr. Ich sag jetzt am besten, ich spekuliere jetzt auch nichts mehr. Ich latsche jetzt mal hinterher und lass das jetzt mal alles auf mich zukommen. Hä? Echt? Also... Wer hat die Story geschrieben? Holbein? Ich check's nicht. Sorry. Mein Spiel steht. Okay. Coole Location. Ich versuche mir das jetzt gerade ein bisschen schön zu reden, weil das ist jetzt echt ein bisschen too much für mich. Können wir mit ihr reden? Nein, hätte ich gerne. Sie geht da total relaxed mit. Anscheinend weiß Carla was, was wir noch nicht wissen. Es ist schön, dass man uns auch gerade so viel erklärt. Oh, da liegt noch eine Bonuskarte. Okay, manche Dinge ändern sich nie. Oh, da sitzen Leute. Vielleicht wird jetzt auch eigentlich mal wieder gesprochen. Da ist Markus. Glaube ich. Hä? Wo sind wir? Sieht aus wie eine verlassene U-Bahn-Station. Wie kamst du zu mir? Dieser Mann brachte mich her, weil du Hilfe bräuchtest. Und, was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Ich konnte mit den anderen Auswahlantworten nicht so viel anfangen. Ich wollte erstmal ein paar grundlegende Sachen klären. Also da ist Markus. Lukas, du bist wohlauf. Markus, wie kommst du hierher? Sie haben mich gesucht und mir alles erklärt, Lukas. Du warst also doch nicht verrückt. Verzeih mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Wie sollte ich wissen, dass du in Wirklichkeit... Dass ich was? Das wird der Mann dir erklären. Das ist der Obdachlose, der hinter dem Diner war. Ich ärgere mich gerade, dass ich, als wir mit Agatha, der vermeintlichen Agatha und dem Kind zusammen waren, dann mich für annehmen entschieden habe. Ich hätte auch das Kind ihr verweigern können. Jetzt ist die Frage, hat sich jemand als Agatha ausgegeben oder war Agatha von Anfang an nur ein Trugbild? Und... Willkommen im Lager der Unsichtbaren, Lukas. Servus. Setz dich zu uns, ans Feuer. Ja. Ich mach das jetzt einfach. Jetzt darf ich bestimmt wieder Fragen stellen, genau. Wer sind Sie? Warum helfen Sie uns? Wir sind die Unsichtbaren. Wir beobachten seit Menschengedenken die verschiedenen Clans. An uns liegt es, sicherzustellen, dass das Indigo-Kind nicht in die falschen Hände fällt. Neben dem orangenen Clan gibt es noch einen, stimmt's? Das Wesen, das Agathas Äußeres annahm, wollte das Kind auch. Wir haben den Lila-Clan selbst erst vor kurzem entdeckt. Der Lila-Clan. Wir wissen kaum etwas über ihn. Vermutlich haben einige KIs in den 80ern übers Web eine Art Bewusstsein erlangt. Sie wollen das Indigo-Kind, um auf der Erde die vorherrschende Lebensform zu werden. Zuerst die Dinosaurier, dann der Mensch und jetzt die künstliche Intelligenz. Was wissen Sie über das Indigo-Kind? Es ist ein absolut reines Mädchen, dessen Seele nie in einem Menschen verkörpert wurde. Seit Menschengedenken wird sein Kommen erwartet.
Warum beging das Orakel all diese Morde? Die Prophezeiung verkündet die Ankunft des Indigo-Kindes, ohne anzugeben, wann und wo es zur Welt käme. Deswegen musste das Orakel die Opferrituale vollbringen, um sich mit der Welle zu verbinden und zu erfahren, ob das Kind schon geboren sei. Alle 7 Jahre 7 Morde, und das seit fast 2000 Jahren. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Mhm. Wer steckt hinter dem orangenen Clan? Das weiß niemand genau. Es heißt, es seien 5. 5, die die Welt regieren. Verwaltung, Polizei, Armee, Finanzen, Medien. Sie kontrollieren alles. Der orangene Clan hat über die Jahrhunderte hinweg ein Imperium aufgebaut, das die gesamte Welt regiert. Und? Was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens finden. Ich nehme an, dass sie es zu einer Chroma-Quelle bringen werden. Dort wird es seine Nachricht verkünden und die Prophezeiung erfüllen. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur 3 solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Wichita? Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler, sie arbeiteten für die Regierung. Ach so, das erklärt natürlich so einiges. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Derjenige, der das Indigo-Kind dorthin bringt, wird für die nächsten 10.000 Jahre absolute Macht erlangen. Wir müssen unbedingt rechtzeitig dort sein, um sie aufzuhalten. Wann fahren wir los? In 2 Stunden. Sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Ihr dürft nichts unversucht lassen, um sie daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch noch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bogarts Rat und leg mich schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinlege. Woher weiß er denn seinen Namen? Er hat doch gar nicht gesagt, dass er Bogart heißt. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Okay, also jetzt erklärt sich zum Beispiel auch, was er in der Militärbasis gefunden hat. Das war die Chroma-Quelle und deshalb hatte er dann wohl auch Visionen und deshalb hat er vielleicht auch diese Kräfte entwickelt und diesen Widerstand, weil er dieser Chroma-Quelle sehr nahe gekommen ist. Und vielleicht sind seine Eltern auch nicht gestorben, sondern oder nicht einfach hatten keinen Unfall, sondern wurden vielleicht umgebracht vor 10 Jahren bei einem inszenierten Autounfall. Man weiß es nicht. Dieses mit dem Indigo-Kind, ja, und Prophezeiung, okay, aber jetzt orangener Clan und lila Clan und... Es ist schon extrem abgefahren. Das muss ich jetzt echt mal hier kurz so stehen lassen. Ich guck mal kurz in ihr Menü. Lukas und ich versuchen uns in der geheimen Basis der Unsichtbaren etwas auszuruhen. Morgen entscheidet sich das Schicksal der Menschheit. 90%, okay. 86% der Story abgeschlossen. Da ist wohl nicht mehr viel hin. Sie will sich noch ein bisschen umsehen. Das können wir gerne noch tun. Wir können uns da wohl auch nochmal unterhalten. Vielleicht finden wir auch nochmal... Geil, ein Leben. Ohoho. Habt ihr übrigens gemerkt, bei diesem langen Quicktime-Event gegen das Orakel, da habe ich tatsächlich, ich glaube, 2 Leben dazu gewonnen, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Anscheinend, wenn man die Quicktime-Events gut absolviert, gibt es vielleicht wirklich Leben dazu. Was kann ich da machen? Kann ich Radio hören?
Das deprimiert uns bestimmt. Ein altes Radio. Wenn ich das wieder in Gang bringe, könnte ich vielleicht Neuigkeiten von der Oberfläche erfahren. Sieht durchaus funktionstüchtig aus. Ich brauche bloß Batterien und eine Antenne. Okay. Meistens steckt es ja auf die Stimmung, wenn man Radio hört, aber da liegt was. Nee, das ist ein Gewehr, das ist keine Antenne. Feuer. Ich kann mich vielleicht ein bisschen wärmen. Ich kann mich auch reinstellen ins Feuer, so wie es aussieht. Jetzt. Ist bestimmt gut für uns. Ja, oh. Okay. Also zumindest müssen wir jetzt nicht mehr permanent vor der Polizei weglaufen als Lukas. Das ist ja auch schon mal was wert. Kann ich mit ihm nochmal reden? Nee, mit ihm nicht. Aber mit ihm kann ich, glaube ich, reden, oder? Hm, auch nicht. Ich dachte, da wäre irgendjemand, den ich ansprechen könnte. Markus vielleicht? Nee, auch nicht. Finde ich hier vielleicht Batterien oder eine Antenne? Da kann ich mich nicht hinlegen. Die Option habe ich hier nicht. Ich kann hier gerade gar nicht allzu viel machen. Okay, da hinten geht es auch nochmal rein. Da schläft wahrscheinlich Lukas irgendwo. Da. Da könnten wir uns jetzt dazulegen. Ich wollte eigentlich schon ganz gerne noch nach Radio und Antenne gucken. Nach Batterien und Antenne gucken. Weil sie es ja noch extra... Ah! Weil sie es ja noch extra erwähnt hat. Eine Eisenstange. Eine perfekte Antenne für das Radio. Okay. Wo sind die Batterien? Da ist nichts mehr. Also, ich möchte gerne noch kurz gucken, ob ich die vielleicht finde. Da war ja auch noch mal ein Waggon. Habe ich da überall reingeguckt gehabt? Kann ich mit ihm reden? Auch nicht. Weil der hat zwei Eingänge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in beiden drin war. Okay, da ist schon mal nichts. Und da... Da liegt eine Taschenlampe. Und die hat Batterien. Okay. Taschenlampen. Ich nehme die Batterien von einer für das Radio. Okay. Gut. Das Radio möchte ich jetzt noch kurz in Gang setzen. Das möchte ich gerne in der Folge noch machen. Müsste es funktionieren. Zwei Drittel des Landes sind heute Morgen ohne jegliche Stromversorgung. Wo immer Holz zu finden ist, wird es von der Bevölkerung als Brennholz genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Schon in nur wenigen Tagen werden auf dem Planeten erneut steinzeitartige Verhältnisse vorhanden. Die Regierung hat den Notstand Stufe 1 ausgerufen. Die Armee ist im ganzen Land damit beschäftigt, Plünderungen zu verhindern und denen zu helfen, die aufgrund der Kälte ihre Häuser verlassen mussten. Mehrere hunderttausend Männer wurden den Rettungsdiensten zugewiesen, um zu versuchen... Alle Ozeane weltweit werden bald vollständig von Eis bedeckt sein. Der Atlantische Ozean ist bereits so gut wie zugefroren und in der Mitte des Pazifischen Ozeans bleiben nur noch einige hundert Kilometer, die noch nicht von den Eisschollen bedeckt sind. Der komplette Atlantik zugefroren ist heftig. Ihr Brüder und Schwestern, in Wahrheit ist diese Kältewelle die Strafe Gottes. Ja. Also ich mache jetzt das Radio mal aus. Ich denke, wir haben genug gehört. Jetzt geht es uns bestimmt gleich schlechter. Die Apokalypse. Ja. Oh, ein bisschen. Die Zukunft der Erde entscheidet sich morgen in Wichita. Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal diese Steilvorlage und sagen, die Zukunft der Menschheit entscheidet sich morgen. Und zwar in einer neuen Folge Fahrenheit. Macht's gut, bis dann. Tschüss.